So, dann begrüßen wir euch wieder zu einer neuen Folge von der Schwimm-WG in Rio. Heute haben wir uns einen ganz besonderen Stargast eingeladen. Ihr kennt sie alle. Hallo Britta Steffen. Hallöchen. Britta ist zum ersten Mal jetzt als Nicht-Sportlerin bei Olympischen Spielen. Wie ist das so? Ja, es ist schön, macht Spaß. Es ist mal eine ganz andere Perspektive, die man einnimmt, weil man eben auch nicht mit der Akkreditierung, die man sonst hatte, überall hin darf, sondern auch verwiesen wird und für ein heißes Ticket, please. Ja, neu. Sehr neu, die Situation. Was machst du jetzt hier? Ich bin eigentlich eingeladen als Legende von Adidas und habe zusammen mit Morris Green so ein bisschen Sightseeing gemacht und habe Steffi Graf treffen dürfen. Bin viel im Adidas Hub unterwegs, darf für den Sportinformationsdienst kommentieren und für die DPA ein Videotagebuch machen, also so ein bisschen Media. Da kommst du erstmal so diesen Gesamteindruck so ein bisschen mit, auch aus der Zuschauerperspektive, wie du das gerade schon gesagt hast. Wirst du da manchmal angesprochen, also erkenne ich die Leute oder kannst du da ganz unbehelligt langlaufen? Also ich glaube, bei den Schwimmwettbewerben, da erkennt dich bestimmt der eine oder andere, oder? Genau, bei den Schwimmwettbewerben ist es schon so, dass mich viele ansprechen und gerne ein Foto wollen. Das ist natürlich schön, freue ich mich auch. Viele fragen auch, warum bist du jetzt hier oben und nicht bei den Athleten? Ich sagte, ich habe auch gehört zu schwimmen, ach, habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist aber ganz niedlich, ja. Und insgesamt ist es ganz entspannt. Also ich werde jetzt nicht auf andere Wettkämpfe großartig angesprochen. Da merkt man schon, dass das pro Sportart immer eine ganz andere Welt ist. Wenn du jetzt so den Vergleich ziehst zu deiner, zu den aktiven Olympischen Spielen, wo du da mit dabei warst, was ist denn mehr Stress? Ist es mehr Stress, die Sportlerperspektive zu haben oder dann hier jetzt in 1000 verschiedenen Funktionen zu sein und noch Interviewanfragen bearbeiten zu müssen? Ne? Mhm. Ja. Also es ist beides stressig, man kann das jetzt nicht ganz so genau vergleichen. Als Sportler hast du natürlich den wahnsinnigen Druck, deine Leistung abrufen zu müssen, und zwar auf den Punkt, währenddessen ganz, ganz viele Menschen zuschauen. Und habe mich auch vorhin mit ein paar Leuten auf der Tribüne unterhalten, die halt auch gesagt haben, man will dann unbedingt schnell schwimmen und dann sollst du eigentlich bis um 10 ausschlafen, um topfit zu sein, und dann wirst du aber morgens um 7 wach und kannst nicht mehr einschlafen, weil du weißt, gleich kommt eines der wichtigsten Rennen deines Lebens. Das kenne ich auch. Und ich habe damals zum Beispiel auch angefangen zu meditieren, um mich trotzdem auszuruhen. Aber diese mentale Stärke, die muss man wirklich erst entwickeln. Und ich glaube, hier merkt man ganz besonders, wie wichtig der Kopf ist. Bei dir, dein letzter Einsatz war 2013 Weltmeisterschaft. Mhm. Richtig? Ne? Das stimmt. Ist auch schon ein paar Jahre her. Wow. Wir wollen mal ein bisschen testen, wie gut du dich eigentlich selber an deine aktiven Zeiten erinnern kannst. Und haben ein kleines Spiel, nenne ich es mal, vorbereitet, ein kleines Quiz vorbereitet, in dem ich dich einfach mal deine alten Bestzeiten abfragen werde. Ob du dich an die erinnerst und natürlich jetzt nicht 50 Meter Freistil, 100 Meter Freistil, weil, gut, die 100 Meter nicht mehr, aber die 50 Meter stehen noch in Rekordbüchern, in Weltrekordbüchern drin. Ja. Genau. So. Also mal schauen, wie gut du da selber über dich noch Bescheid weißt. Wie ist denn deine offiziell, also laut DSV-Listen und so, Bestzeit über die 100 Meter Rücken? Meine absolute Bestzeit, ja. Deine absolute Bestzeit, 100 Meter Rücken. Ich gebe dir mal einen Toleranzbereich von plus minus 1 Zehntel. Oh, das war nicht besonders viel. Ich denke, dass ich mal 1,04 oder 1,05 geschwommen bin. Also ich lege mich mal jetzt fest auf 1,04,7. Über 100 Meter Rücken? Ja. Bist du da sicher? Nee, natürlich nicht. Überhaupt nicht, ne? Nee. Ist auch komplett daneben. Echt? Also du bist 2006 mal eine 1,01 geschwommen. Was? Das ist auf jeden Fall Kurzbahn. Über 100 Meter Rücken? Das ist auf jeden Fall Kurzbahn. Jungs? Wir haben recherchiert. Okay. 1000%. Wir gucken nochmal den Wettkampf genau. Weil 1,01, das schwimmen ja die Besten. Jenny zum Beispiel. Jenny schwimmt, ja. 1,01, also 1,012. Da würde ich jetzt mit euch diskutieren. Auf jeden Fall Kurzbahn. Dann guck nochmal direkt nach. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Die 50 Meter Schnitt. 50 Meter Schnitt, warte, kann ich dir sagen? 26,3. 26,5. Haben wir hier stehen. Okay. 2013. Müsste 26. Ach stimmt, der deutsche Rekord war 26,3 zu dem Zeitpunkt. Da dachte ich, das könnte ich noch schwimmen, habe ich aber nicht geschafft. Ja. 26,5 stimmt. Ja, siehst du, da habe ich mir schon gedacht, dass so ein Sprint. Das war Monaco. Krieg ich dafür wenigstens einen extra Punkt? Das war Monaco, ja, schauen wir mal. Können wir dir dann anrechnen? Okay. Machen wir das Tor oder was? Ja. Ja, ist schön. Genau. Dann eine Strecke, das ist überhaupt nicht deins, glaube ich. Die 100 Meter Brust. Nee, 200 war ich besser.
Nee, Quatsch, ich kann gar keine Brust. Bei der 100 Meter Brust, ich glaube, ich wollte immer mal unter 1,20 schwimmen. Ich denke 1,17. Wir haben gar nichts gefunden. Gar nichts gefunden? Also du bist natürlich irgendwann mal geschwommen, aber das geht wahrscheinlich so weit zurück, dass man da keine Protokolle mehr davon findet. Das war quasi jetzt dein Joker. Noch gar nicht digitalisiert. Genau, da konntest du gar nicht falsch liegen. Wahnsinn. Habt ihr nachgucken können und? Britta hat schon recht. Britta hat recht, ist kurzbar. Ja. Dadurch, dass wir die Entwicklung auf hatten, wahrscheinlich in der Zeile verrutscht. Also. Ist nicht. Dann machen wir die Langbahnbestzeit doch. Also was hast du gesagt gehabt? 1,04? Ich glaube 1,047. 1,047. Stimmt, 1,01 war wirklich ein bisschen. Wäre richtig vor allem, schnell. Vor allem für die Zeiten damals. Mittlerweile schon mal. Das damals, vor einem Jahrhundert. So klingt es. Was ist die Bestzeit? 1,04,16. 1,04,16, also hast du recht gehabt. Du bekommst den Punkt. Nicht schlecht, hast du, da hast du eigentlich schon zwei Punkte. Zwei Fragen. Von zwei Fragen. Du hast eigentlich schon gewonnen. Wir haben nämlich nur noch eine Frage. Okay. Es gibt auch keinen Preis. Das ist wirklich schade. 400 Meter Freistil. Warte mal. 4,17, glaube ich. Wir haben 4,19. Ja, dann, also wenn die 4,19, dann ist das von der Jugend-Europameisterschaft 1998 in Antwerpen. Kann sein. Das weißt du nicht? Also wir haben 2002 hier stehen, aber du warst 2002, ja, dann bin ich da schon mal geschwommen, aber ja. Eigentlich 98 schon. Ich bin nicht schneller geschwommen wahrscheinlich. Okay. Aber wo wir jetzt gerade über die Zeiten geredet haben, jetzt nochmal den Bogen zurück nach Rio. Mhm. Ein Weltrekord bist du schon los. Die ja. Kate hat eine 100 Meter Freistil, einen Weltrekord geknackt. Glaubst du, dass 50 Meter der auch noch fallen wird? Mein Tipp wäre schon, den 100 Meter Weltrekord knackt, kann auf jeden Fall auch die 50 schnell schwimmen, weil ich war ja eher ein 100 Meter Schwimmer als ein 50 Meter Schwimmer. Ja. Deshalb wundere ich mich eigentlich, dass der noch steht. Ja, im Hintergrund fadet gerade unsere Musik ein. Das ist für mich immer das Zeichen, dass du vielleicht nochmal unsere schönen Swimfreak-Badekappen, die wir für unsere Fans, die uns unterstützt haben, unterschreiben kannst. Die nehmen wir mit nach Deutschland und schicken die denen dann zu. Und wir verabschieden uns jetzt für heute aus der Schwimm-WG und mal schauen, wen wir denn morgen als Gast haben. Tschüss. Okay. Alles klar.